So, in diesem Thema geht es jetzt darum, wie man mit der BPMN verteilte Geschäftsprozesse oder kollaborative Geschäftsprozesse abbilden kann. Ich habe vorhin schon oder ganz zu Beginn erwähnt, die BPMN bietet uns Möglichkeiten an, Geschäftsprozesse über mehrere Einheiten, organisationale Einheiten hinweg abzubilden. Sie bietet uns die Möglichkeit, Prozesse innerhalb einer organisationalen Einheit zu definieren. Das haben wir vorher schon gesehen jetzt im letzten Thema, welche Elemente jetzt dazukommen, um kollaborative Situationen abzubilden. Das werden wir uns in diesem Thema anschauen. Das wird sich gliedern im Wesentlichen in drei Teile. Wir werden jetzt zuerst einmal die grundlegenden Notationselemente im Geschäftsprozessmodellierungsdiagramm, das wir jetzt vorher verwendet haben, also klassisches BPMN, uns anschauen, die solche Sachverhalte abbildbar machen. Und dann auf zwei neue Diagrammarten auch noch eingehen, die mit der BPM2 eingeführt wurden, die es leichter machen sollen, solche kollaborativen Situationen abzubilden oder die Ausdrucksstärke abzubilden, sodass es eindeutiger wird oder mit mehr Ausdrucksstärke versehene Modelle erstellt werden können. Das grundlegende Konzept, um Kollaborationen abzubilden, das kennen wir in Ansatzweise schon aus Aktivitätsdiagrammen. Dort hat es Partition geheißen. In der BPMN heißt dieses Element Pool und Lane im Wesentlichen. Also Schwimmbadmetapher, wir haben einen Pool und in einem Pool können mehrere Bahnen drinnen sein. Das sind dann die Lanes. Also ganz konkret haben wir die Bäckerei als Pool und jeden Akteur innerhalb der Bäckerei als Lane. Ein kollaborativer Prozess kann jetzt einerseits aus einem Pool und mehreren Lanes bestehen. Das ist der einfache Fall. Der komplexere Fall, mit dem wir es üblicherweise dann auch zu tun haben werden, ist, dass wir mehrere Pools haben. Die BPMN geht, also wie man das jetzt trennt, wo man es aufspannt, ist auf der einen Seite eine konzeptionelle Frage, auf der anderen Seite eine technische Frage. Die BPMN argumentiert da aus technischer Sicht und sagt, wenn ich mehrere Akteure habe, die technisch keine integrierten Informationssysteme haben, dann sind die in unterschiedlichen Pools zu definieren. Deswegen, weil jeder Akteur, also jeder Pool, eigentlich dann einen separaten Prozess hat und so wird es dann auch modelliert werden. Also da laufen separate Prozesse mit separaten Start- und separaten End-Event und die sind nur über Nachrichten, die zwischen diesen Akteuren oder zwischen diesen Organisationseinheiten ausgetauscht werden, gekoppelt. Demhingegen habe ich pro Pool immer nur genau einen Prozess, der sich dann aber über mehrere Lanes hinweg verteilen kann. Wir werden es dann gleich sehen. Innerhalb eines Pools kann es, darf oder darf es keine Nachrichten geben. Das heißt, da wird die Verteilung über den Sequenzfluss abgebildet. Das ist eigentlich diese Logik, die man in Aktivitätsdiagrammen in den Partitions hatten. Das heißt, wir zeigen, wer zuständig ist, indem wir den Sequenz oder die Aktivitäten in unterschiedlichen Lanes anordnen und die trotzdem mit Sequenzflüssen miteinander koppeln. Erst wenn es wirklich lose gekoppelt wird, wenn wir zwei unabhängige Organisationseinheiten haben, wo wir explizit Kommunikation zwischen den handelnden Personen abbilden oder den handelnden Einheiten abbilden wollen, dann verwenden wir mehrere Pools. Grundsätzlich ist immer beides möglich. Also ich kann auch einen Prozess innerhalb einer Organisation mit mehreren Beteiligten, mit mehreren Pools dann abbilden. Entspricht vielleicht nicht der ursprünglichen Idee der BPMN, legt aber dann den Fokus stärker auf die Kommunikationsprozesse, während wir mit einem Pool und mehreren Lanes den Fokus stärker auf den Prozessfluss abbilden. Meistens werden wir eine Kombination haben. Der übliche Ansatz ist eben quasi ein Unternehmen als Pool oder eine Abteilung als Pool abzubilden, die handelnden Personen da drinnen als Lanes, weil die eben unmittelbar miteinander interagieren müssen. Wir deswegen oder können wir deswegen nicht so sehr den Fokus auf die Kommunikationsabläufe legen müssen, wenn wir davon ausgehen, die können eh miteinander kommunizieren. Und nur dann Kommunikationsprozesse explizit abbilden zwischen Pools, wenn wir uns um die auch kümmern müssen, weil da ein Anruf passieren muss, weil da eine Mail geschickt werden muss oder weil da zwischen Workflow-Systemen Daten ausgetauscht werden müssen. So, das war schon eine relativ umfangreiche Einführung, aber mal wichtig fürs Verständnis dieses Pool- und Lane-Konzeptes.
Ich habe es schon erwähnt, grundsätzlich zwischen mehreren Pools kann es Kopplungen über Nachrichtenflüsse geben. Bisher hat man nur Sequenzflüsse. Sequenzflüsse ist der durchgezogene Pfeil. Ein Nachrichtenfluss oder ein Message Flow ist ein strichlierter Pfeil. Und der darf, auch das habe ich schon erwähnt, nur zwischen Pools stattfinden, nicht innerhalb von einem Pool. Also hier ganz bewusst durchgestrichen. Ein Nachrichtenfluss ersetzt auch keinen Sequenzfluss, also dieses Constraint, das wir vorhin erwähnt haben, dass zwischen Start- und End-Events immer einen durchgängigen Sequenzfluss geben muss, der kann nicht durch zusätzliche Message-Events zum Beispiel kompensiert werden. Messages kommen zusätzlich ins Spiel und dienen der Kommunikation nur zwischen Pools. Im Gegensatz dazu dürfen Sequenzflüsse nur innerhalb von Pools verwendet werden. Durchaus über Lanes hinweg, das sehen wir dann hier unten gleich, aber nicht zwischen Pools, ja, das ist verboten. Da zwischen Pools dürfen nur Message Flows eingesetzt werden. Jetzt eben ein bisschen ein komplexeres Beispiel. Wir sehen hier die eine Aktivität in der Lane Nummer 1. Da gibt es eine Nachricht in dem Pool 2, dort passiert irgendwas. Und dann gibt es jeweils eine zweite Nachricht in den beiden Pools und zwischen denen werden ebenfalls Nachrichten ausgetauscht. Hier verkürzt dargestellt, da fehlt jetzt natürlich jeweils pro Pool das Start- und das End-Event. Das bitte nicht zu vergessen. Es geht uns jetzt hier nur um den Prozessausschnitt der Kommunikation. Was wir sehen ist, dass Nachrichten durchaus direkt an Aktivitäten verankert sein können. Wir erinnern uns aber an den letzten Themenbereich auch noch, dass Nachrichten auch durch Events versendet werden können. Wir sehen das dann später gleich in einem Beispiel. Der Punkt ist, die BPMN ist hier flexibel. Man kann Nachrichten an Events verankern, man kann Nachrichten an Aktivitäten verankern und man kann sie sogar, werden wir sehen, nur an Pools verankern und damit auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen darstellen, wie die Kommunikation abläuft. Wenn ich es nur am Pool verankere, sage ich damit nur aus, die Nachricht wird dieser Organisationseinheit oder dieser Organisation zur Verfügung gestellt. Ich schaue mir nicht genauer an, was dort damit passiert. Wenn ich es in der Aktivität verankere oder an der Aktivität verankere, sage ich, während dieser Aktivität wird eine Nachricht ausgesendet. Wann auch immer, ja, ich kann es nicht genau sagen. Wenn ich es jetzt ganz exakt spezifizieren will, wenn denn der Nachrichtenaustausch passiert, dann muss ich mit Events arbeiten. Event, haben wir gesagt, nimmt keinen Aufwand in Anspruch, nimmt keine Zeit in Anspruch, sondern kennzeichnet nur genau hier an dieser Stelle wird eine Nachricht gesendet, genau hier an dieser Stelle wird auf eine Nachricht gewartet. Wir werden es dann gleich ein Beispiel sehen, aber das sind die drei unterschiedlichen Ebenen, auf denen man Nachrichten verankern kann. Nach wie vor bleibt dieses Constraint, dass der Austausch über Poolgrenzen hinweg passieren muss. Hier sehen wir jetzt ein Beispiel mit Events realisiert. Wir gehen einmal da oben entlang, dieser Bewerbungsschreibenprozess, den wir vorhin schon als Beispiel hatten. Wir schreiben unsere Bewerbung und senden die dann ab. Dieses Absenden, das passiert an genau diesem Punkt. Die Nachricht fließt dann hier herunter und hier sehen wir ein Message Start Event, löst damit einen Prozess im unteren Pool aus. Das heißt, das ist Nachrichtenereignis, die eingehende Nachricht triggert den Start des unteren Prozesses. Dann wird eine Eingangsbestätigung geschrieben und diese Eingangsbestätigung senden wir jetzt zurück. Oben haben wir genau auf diese Eingangsbestätigung gewartet, weil wir haben gesagt, ein empfangendes Message-Event oder generell empfangende Events blockieren so lange, bis das Ereignis eintritt. Das heißt, wir sind hier oben weitergegangen, haben hier gewartet, jetzt trifft die Empfangsbestätigung ein, jetzt können wir hier weitergehen und kommen zu einem eventbasierten Gateway, den sehen wir hier. Eventbasierter Gateway, haben wir gesagt, wartet so lange, bis eines der Ereignisse, die dem nachgelagert sind, eintritt und verfolgt dann diesen Zweig weiter. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich unten schauen, was jetzt weiter passiert. Wir haben hier einen exklusiven Gateway, also einen alternativen Gateway. Wir prüfen die Bewerbung, schaffen damit die Entscheidungsgrundlage, nicht vergessen. Das ist immer vor dem Gateway notwendig, können jetzt entscheiden, ist die Bewerbung interessant oder ist sie ungeeignet. Wenn sie interessant ist, dann schreiben wir eine Intervieweinladung, sonst schreiben wir eine Absage und schicken diese Einladung bzw. die Absage. Und jetzt kommt es hier zum
zum Auslösen des ereignisbasierten Events. Hier sehen wir nur Unterscheidung. Das untere Absageversenden ist schon ein End-Event, also ein sendendes Nachrichtenevent, das den Prozess auch beendet. Hier heroben, weil der Prozess dann weitergeht, haben wir noch ein Zwischenevent, das die Nachricht sendet. Das sind zwei unterschiedliche Nachrichtentypen, die da beenden. Je nachdem, wie es oben weitergeht, also ob wir Einladung erhalten oder Absage erhalten haben, beenden wir auch den oberen Prozess oder gehen oben weiter. Das heißt, hier machen wir dann, schreiben die Bestätigung der Terminanfrage, schicken diese Bestätigung zurück. Unten haben wir darauf gewartet, jetzt geht es unten weiter. Und jetzt warten beide aufgrund des Time-Events bis zu dem Zeitpunkt des Interviewtermins. Das heißt, der Prozess blockiert die Ressource, die dem Prozess zugeordnet ist. Wichtig. Das heißt nicht, dass die Person, die dem zugeordnet ist, dann nichts tun darf. Die Ressource wird dadurch frei. Ja, der eine Prozess blockiert. Andere Bewerbungsprozesse, die vielleicht parallel dazu laufen, vollkommen unabhängig von dem, können jetzt diese Ressource, also die Person, die vielleicht Bewerbungen bearbeitet, weiterhin in Anspruch nehmen. Und jetzt geht's ums am Interview teilnehmen, Interview durchführen. Das machen beide kollaborativ im Wesentlichen. Hier haben wir nicht explizit abbildbar, wo genau die Kommunikation passiert. Das heißt, deswegen verankern wir die Kommunikationsabläufe, Fragen und Antworten, was wir hier lesen, an den Aktivitäten, sagen damit aus, im Rahmen dieser Aktivitäten werden Fragen gestellt, werden Antworten gegeben. Und wenn wir fertig sind, dann ist dieser Prozess beendet. Könnte man natürlich da noch mitmodellieren, das Entscheidung treffen und über die Entscheidung informieren, ist aber hier ganz bewusst nicht mitgenommen. Die Prozessgrenzen sind nach dem Bewerbungsgespräch gesetzt. Genau. Anderes Beispiel, das nochmal einen ähnlichen Sachverhalt oder einen anderen Sachverhalt abbildet, aber nochmal zeigt, wie man auch nicht nur mit Pools, sondern auch mit Lanes arbeiten kann. Unser Prozess, es geht um eine Urlaubsbeantragung, unser Prozess startet hier heroben. Wir haben hier den Urlaubstermin auswählen und dann einen Urlaubsantrag ausfüllen. Und in diesem, wir sehen da diesen kleinen Modifikator, diesen Modifikatoren werden wir uns noch einmal widmen. Wir sagen damit, in diesem Prozess passiert ein Sendevorgang. In dem Urlaubsantrag ausfüllen wird eine Nachricht gesendet, die den unteren Prozess in der Geschäftsführung auslöst. Also wir haben hier zwei Pools, der Mitarbeiter und die Geschäftsführung mit zwei Akteuren, nämlich dem Sekretariat und dem Geschäftsführer. Hier oben folgt jetzt ein ereignisbasiertes Gateway. Das heißt, wir warten hier, je nachdem, welches Ereignis als nächstes eintritt. Unten wird jetzt geprüft der Urlaubsantrag auf Terminkollisionen. Das heißt, ist es grundsätzlich überhaupt möglich? Im Sekretariat wird das geschaut, in Urlaub zu gehen oder sind eh ausreichend Ressourcen da. Wir schaffen damit wiederum die Entscheidungsgrundlage und können dann entscheiden, keine Terminkollisionen oder Terminkollision aufgetreten. Wenn eine Terminkollision aufgetreten ist, dann müssen wir über die Ablehnung benachrichtigen. Da geht eine Nachricht raus. Dann tritt dieser Zweig ein und wir haben hier eine Rückkopplung zu neuen Termin auswählen. Also man muss dann erneut einen anderen Termin auswählen. Wenn keine Terminkollision aufgetreten ist, dann wird der Antrag zur Geschäftsführung weitergeben. Ja, also hier ist der Übergang des Sequenzflusses in die andere Lane innerhalb desselben Pools. Wenn der Antrag unterschrieben ist, geht er wieder zurück ins Sekretariat und dann wird über die Annahme benachrichtigt. Der untere Prozess endet hier, die Nachricht kommt raus, es tritt jetzt also diese Nachricht ein und wir können unseren Urlaub buchen und dann sind wir ebenfalls am Ende. Also hier zu sehen, wichtig, da fließen keine Nachrichten, weil es sich um den gleichen Pool handelt. Das ist ein Sequenzfluss über die Lane-Grenzen hinweg. Dort, wo es um die Kommunikation zwischen entkoppelten Akteuren geht, in dem Fall zwar innerhalb einer Organisation, aber aus unterschiedlichen Bereichen der Organisation, werden Nachrichten eingesetzt. So, das kann jetzt natürlich beliebig komplex werden und wir schauen uns das jetzt auch wir schauen uns jetzt die unterschiedlichen Möglichkeiten, solche Kommunikationen abzubilden, an einem komplexeren Beispiel an und werden im Rahmen dessen auch die übrigen Diagrammtypen der BPMN 2 einführen. Also wir werden sehen, wo das dann beschränkt ist, was wir jetzt mit Nachrichten abbilden können, nämlich wenn es um konkrete Zusammenarbeit geht. Da kommt man vorher, haben wir ja gesehen, bei der Interviewanfrage nur ganz abstrakt modellieren. Irgendwo gibt es Fragen, irgendwo gibt es Antworten und was genau passiert, ist uns unklar.
Da gibt es Möglichkeiten, das sauberer zu modellieren und die werden wir uns anschauen. Der Prozess, den wir uns anschauen, ist in einer Werbeagentur angesiedelt. Das heißt, wir sind eine Werbeagentur, das ist der zentrale Prozess und wir haben Kunden, die beauftragen uns. Auf der anderen Seite haben wir Grafiker, die unsere Konzepte, die wir entwerfen, dann auch konkret umsetzen. Wir werden uns immer am selben Prozess entlang handeln. Das heißt, ich werde ihn jetzt nochmal im Detail durchgehen, damit wir immer den gleichen Kontext dann haben. Unser Prozess startet damit, dass eine Anfrage eingegangen ist. Also wir modellieren jetzt ganz bewusst an dieser Stelle die anderen Pools noch nicht mit. Wir wissen nur, irgendwo kommt eine Nachricht her, wahrscheinlich wenn wir dann sehen vom Kunden, da geht eine Auftragsanfrage ein. Wir können dann ein Angebot erstellen. Das ist kein aufsplittendes, exklusives Gateway, wie wir da sehen, sondern da gibt es zwei eingehende und einen ausgehenden Pfeil. Das heißt, das ist eigentlich eine Rückkopplung, wir kommen dann gleich dazu. Das Angebot wird erstellt, das Angebot ist versendet und dann kommt ein ereignisbasiertes Gateway. Beim ereignisbasierten Gateway gibt es drei Möglichkeiten, was jetzt passieren kann. Alle drei sind Nachrichten, die wahrscheinlich wieder vom Kunden kommen. Nämlich, wir werden beauftragt, das ist der mittlere, es wird abgesagt oder es gibt Änderungswünsche. Bei der Absage endet der Prozess, einfachster Ausgang. Bei Änderungswünschen, wollen wir schauen, geht hier eine Rückkopplung zurück. Wir überarbeiten das Angebot und versenden es erneut. Deswegen hier das exklusive Gateway. Das ist ein zusammenführendes Gateway, das ermöglicht sowohl von der initialen Angebotserstellung, also hier, als auch von der Angebotsüberarbeitung, also hier zum Angebotsversand zu kommen. Mittlerer Zweig, der Auftrag ist eingegangen. Jetzt gibt es zwei parallele Zweige. Wir haben ein paralleles Gateway. Und sagen jetzt, einerseits wird die Konzeption erstellt, andererseits müssen wir Grafiker auswählen, die uns das Konzept dann umsetzen. Wir sehen hier einen kleinen Modifikator, diese drei parallelen Striche, die wir hier haben. Die werden dann gleich noch wichtig werden. Damit kennzeichnen wir nämlich, dass wir mehrere Grafiker anfragen können in diesem Auswahlprozess. Wir möchten nicht nur einen anfragen, sondern wir möchten mit mehreren parallel anfragen und dann einen auswählen können. Dann kommt ein spannendes Konstrukt. Das ist eine Verknüpfung dieser beiden Zweige. Wollen wir jetzt schauen, was passiert hier. Also es ist wieder eine Parallelisierung. Das ist ein öffnendes Gateway, das wir hier herum haben. Das heißt, das nach der Konzeptionserstellung ermöglicht es uns einerseits weiter zu tun mit der Texterstellung. Andererseits haben wir hier noch ein zusammenführendes Gateway, das sagt, Auftrag an den Grafiker erteilen ist nur möglich, wenn sowohl Konzeption erstellen als auch Grafiker auswählen abgeschlossen ist. Das heißt, wir warten hier, bis beide Zweige fertig sind und können dann hier weitermachen. Bei Auftrag für Grafiker erteilen geht es dann weiter, wenn wir die Grafik erhalten haben. Also es ist ein empfangendes Event, das heißt, wir blockieren hier. Dementsprechend geht es hier wieder zusammenführendes Gateway erst dann weiter, wenn die Grafik eingetroffen ist. Jetzt können wir den Anzeigenentwurf an den Kunden wahrscheinlich dann vorlegen und warten hier wieder, bis wir die Freigabe erhalten haben. Was hier nicht berücksichtigt ist, ist ein Überarbeitungszyklus, den haben wir wegabstrahiert. Und dann endet der Prozess. Das ist hier nochmal im Detail alles beschrieben, was wir jetzt durchgegangen sind. Und jetzt wird es spannend, jetzt bilden wir die Kollaborationen dazu ab. Also in der Mitte, wenn wir uns diese Grafik hier ansehen, in der Mitte haben wir den Prozess, den wir gerade durchgegangen sind. Der ist jetzt in einen Pool Werbeagentur eingebettet. Und jetzt haben wir oben einen Pool Kunde und unten einen Pool Grafiker. Dieser Pool Grafiker hat wiederum diesen Modifikator, der uns, habe ich schon erwähnt, anzeigt, dass es von diesen Grafikern mehrere geben kann. Gehen wir den Prozess jetzt nochmal durch. Also jetzt sind auch die Nachrichtenflüsse dazu eingezeichnet. Wir sehen die Anfrage, die wir vorher interpretiert haben, dass die wahrscheinlich vom Kunden kommt. Die kommt tatsächlich vom Kunden. Das passiert in einer Aktivität Anfrage stellen. Der Kunde löst den Prozess irgendwann aus. Wir spezifizieren das nicht näher. Also dort beginnt der Prozess. Kunde stellt eine Anfrage. Bei uns als Werbeagentur wird der Prozess durch eine eingehende Nachricht ausgelöst. Auch hier wieder zusammengeführtes exklusives Gateway. Wir haben die Anfrage gestellt und warten jetzt, bis das initiale Angebot bei uns eintrifft.
Dann kann es entweder sein, dass wir absagen, das ist dann dieser untere Zweig, den wir vorhin hatten. Es kann sein, dass wir Änderungswünsche haben, die teilen wir der Werbeagentur mit. Die überarbeiten den Prozess, das heißt, wir müssen dann wieder auf ein eingehendes Angebot warten, deswegen auch hier diese Rückkopplung. Und wenn alles passt, dann werden wir den Auftrag erteilen und gehen diesen Hauptprozess weiter. Dann haben wir als Kunde mal nichts zu tun, bis dann tatsächlich die Anzeige vorliegt. Auf das warten wir hier und geben dann die Anzeige frei. Wie gesagt, einen Überarbeitungsprozess haben wir jetzt hier nicht mehr mit modelliert. Beim Grafiker passiert Folgendes. Dort, wo wir Grafiker auswählen haben, passiert im Hintergrund eine Verfügbarkeitsanfrage. Diese Verfügbarkeitsanfrage, die löst beim Grafiker jetzt einen Prozess aus. Der muss seine Kapazität prüfen und uns mitteilen. Das läuft hier in dieser Grafiker-Auswahlaktivität. Und jetzt gibt es beim Grafiker ein ereignisbasiertes Gateway. Das ist ein Deadline-Konstrukt. Das heißt, der wartet 3 Tage. Nach 3 Tagen beendet er seinen Prozess. Das heißt, wenn er 3 Tage lang keine Rückmeldung von uns erhält, das ist hier modelliert, dann endet für ihn die Anfrage, er ignoriert es dann und beendet den Prozess. Wenn er den Auftrag binnen 3 Tagen erhält, dann erstellt er die Grafik, teilt uns die mit und ist dann auch erst recht wieder fertig. Also auch hier keine Überarbeitungsrunde, aber die Möglichkeit, nach maximal 3 Tagen den Prozess abzubrechen. Das heißt, wir werden hier ja üblicherweise mehrere Grafiker anfragen, das kennzeichnen wir ja durch dieses Element, und dann nur einem eine Zusage, also einen Auftrag schicken, und bei allen anderen endet einfach nach 3 Tagen das Warten auf das Angebot. Das könnte man natürlich auch anders modellieren, es wäre vielleicht netter, wenn wir Absagen schicken würden, ist hier nicht vorgesehen, das heißt, hier gibt es nur ein Mail, wenn eine Zusage kommt, und da ist normiert quasi, das muss binnen 3 Tagen geschehen, sonst kann ich davon ausgehen, als Grafiker, dass nichts mehr nachkommen wird. So, auch das ist jetzt hier wieder beschrieben, die Kommunikationssituationen unter komplexe Kommunikationssituationen in diesem Abschnitt, da findet man diese Erörterungen des Grafikers, dass es eben mehrere Kommunikationspartner geben kann. Das gegebenenfalls einfach nochmal durchlesen bitte, da ist auch das mit den 3 Tagen nochmal genauer beschrieben. Spannender oder interessanter wird es wieder hier. Um jetzt uns auf die Kommunikation zu fokussieren, wird jetzt in diesem Beispiel ein Abstraktionsschritt tatsächlich gemacht, nämlich es wird der öffentliche Prozess der Werbeagentur konstruiert. Was heißt das? Wir lassen jetzt in unserem Prozess nur mehr jene Aktivitäten drinnen, die tatsächlich eine Kollaboration oder nach außen hin sichtbar werden, das heißt von denen Nachrichten im Wesentlichen ausgehen. Alle anderen rein internen Aktivitäten, die niemanden etwas zu interessieren haben, sehen wir hier sowas wie das Konzept erstellen, den Text erstellen, was wir hier und hier hatten, das lassen wir weg, das abstrahieren wir weg. Unser Modell ist nach wie vor ein zulässiger oder ein valider BPMN-Prozess. Er enthält nicht mehr sämtliche Informationen, die ich nach innen hin brauche, um den Prozess durchzuführen. Er enthält aber sämtliche Informationen, die jemand Außenstehender braucht, um zu verstehen, wie ich denn als Werbeagentur agiere. Rückgriff auf Themenbereich 1, Modelleigenschaften, Verkürzungsmerkmal und pragmatisches Merkmal. Der Zweck ist jetzt hier, der Zweck dieses Modells ist jetzt, jemanden Außenstehenden zu vermitteln, wie wir mit ihm oder ihr kommunizieren werden. Wir möchten ganz bewusst verstecken, wie unsere internen Abläufe sind, deswegen lassen wir das hier weg und bauen nur einen BPMN-Prozess, der nur die Kommunikationsaktivitäten und Kommunikationsereignisse abbildet. So, und das ist quasi der Rest. All das, was noch ein- und ausgehende Nachrichten hatte, ist in dem Prozess noch drinnen, alles andere ist weggelassen. Das heißt, die Anfrage, das Angebot, die Beauftragung, die Änderungswünsche, die Absage, die Auswahl des Grafikers, weil dann Nachrichten nach unten zu den Grafikern gehen, die Auftragserteilung an den Grafikern ebenfalls,
der Empfang der Nachricht vom Grafiker, das Vorlegen der Anzeige an den Kunden und die Freigabe, die wir vom Kunden erwarten. Das ist das, was übrig bleibt. Wenn wir das jetzt wieder in die große Kollaboration einzeichnen, dann sehen wir, das Ganze wird etwas übersichtlicher. Also wir fokussieren jetzt nur mehr auf die Kollaboration in unserer Prozessdarstellung. Es kann ja auch sein, oder es wird wahrscheinlich so sein, dass der Kunde prüfen wird an irgendeiner Stelle, ob er den Auftrag erteilen möchte oder nicht. Auch das sehen wir nicht mehr. Irgendwo gibt es halt dann die eingehende Nachricht. Da dazwischen wird wahrscheinlich eine Aktivität stattfinden, die die Entscheidungsgrundlage liefert, und dann werden wir Absage senden, Auftrag erteilen, Änderungswünsche mitteilen. Das Gleiche gilt für den Grafiker. Auch hier sind nur mehr jene Aktivitäten enthalten, die fürs Verständnis der Kommunikation und der Kollaboration wichtig sind. Dazu gehört auch diese 3-Tages-Deadline. Die brauche ich nämlich, um als Werbeagentur oder auch als Grafiker verstehen zu können, wenn nach 3 Tagen keine Antwort da ist, keine Beauftragung da ist, dann brauche ich gar nicht mehr damit rechnen. Also das darf ich nicht weglassen, weil das wesentliche Information für die Kommunikation ist. Jetzt abstrahieren wir weiter und machen sogenannte Blackbox-Pools. Jetzt ist es uns egal, wie der Grafiker und der Kunde konkret interagieren. Wir klappen diese Pools quasi zu und haben nur mehr das Kommunikationsprotokoll mit denen abgebildet. Hier die Nachrichten, die von uns zum Kunden und zum Grafiker beziehungsweise von denen zu uns fließen. Das ist ein weiterer Abstraktionsschritt. Das Modell wird noch einfacher. Ich kann mich noch stärker auf die Nachrichten konzentrieren, sehe immer noch, wie das bei uns intern zusammenspielt, sehe aber nicht mehr, wie der Kunde und der Grafiker agieren. Manchmal weiß ich es auch gar nicht. Da wollen wir jetzt wirklich über verteilte Geschäftsprozesse reden und das nicht irgendein Kunde ist, sondern ein anderes Unternehmen, das seine Prozesse genauso wenig wie wir offenlegen möchte, habe ich vielleicht von denen nur die Information, welche Nachrichten die von uns erwarten und welche Nachrichten sie uns zurückgeben wollen. Und das kann man auch an die Spitze treiben, alle Pools zuklappen und dann hat man nur mehr den Kommunikationsablauf. Das heißt, wir sehen jetzt überhaupt kein Verhalten mehr. Es ist eine reine Kommunikationsmodellierung. Auf einer sehr einfachen Ebene sind relativ wenige Nachrichten. Was ich noch sehe, ist eine Reihenfolge. Die ist zwar in dieser Form nicht normiert. Das heißt, es ist nicht normiert, dass jetzt von links nach rechts genau die Reihenfolge der Nachrichten lesbar ist. Im konkreten Fall, weil wir jetzt natürlich die internen Prozesse kennen, wissen wir, das ist so. Aber dass es jetzt zum Beispiel nach Änderungswünschen wieder zurück zum Angebot geht, das ist jetzt hier an dieser Stelle nicht mehr erkennbar. Also hier fehlt uns Information. Wir sehen eigentlich nur noch, welche Nachrichten gibt es. Ja, also diese Information darüber, in welcher Reihenfolge kommen die fehlt ein Stück weit. Es ist kein Sequenzdiagramm, es ist auch kein Kollaborationsdiagramm, wie wir es aus der UML kennen. Wir sehen eigentlich nur noch, wer sind die Akteure und mit welchen Nachrichten kommunizieren die. Eigentlich sowas wie ein Kollaborationsdiagramm ohne Nummerierung der Nachrichtenabfolge. Wir haben jetzt uns sehr stark darauf fokussiert, was denn die einzelnen Akteure tun und wie sie miteinander kommunizieren in diskreten Nachrichtenabläufen. Das heißt, wir haben jetzt nur modelliert, hier wird eine Nachricht gesendet, hier wird eine Nachricht empfangen. Wie diese Nachrichten zusammengehören, wie die zusammenspielen, um die Kollaboration aufzubauen, das können wir in einem klassischen BPMN-Diagramm nicht abbilden. Deswegen hat man mit der BPM2 die Choreografie-Diagramme geschaffen. Sorry, gibt es Konversationsdiagramm, das Choreografie-Diagramm. Wir beginnen mit dem Choreografie-Diagramm. Choreografie-Diagramme führen jetzt ein neues Notationselement ein, nämlich Choreografie-Aktivitäten, die ganz explizit Kommunikationen zwischen Akteuren darstellen. Das heißt, das, was vorher ein Nachrichtenfluss war, nämlich dieses Anfragestellen, wird jetzt eine Kommunikationsaktivität. Oder Konversationsaktivität heißt es sauber.
innerhalb dieser Choreografie und wir kennzeichnen jetzt, wer da mit wem kommuniziert. Das heißt, hier findet man diese Poolnamen wieder, Kunde und Werbeagentur. Grau hinterlegt ist hier immer der Empfänger oder weiß hinterlegt ist der Auslöser der Kommunikation, grau hinterlegt ist der, der adressiert wird. Das heißt nicht, dass nicht die Werbeagentur da was zurückschicken darf, aber der Auslöser ist der Kunde. Angebot vorlegen ist im Gegensatz eben das Angebot von der Werbeagentur, ist der Werbeagentur der Auslöser, der Kunde der Empfänger. Wir finden hier unseren Prozess wieder, wir haben hier wieder unser eigenes basiertes Gateway, je nachdem was passiert. Die Änderungswünsche, die vom Kunden der Werbeagentur mitgeteilt werden, die Absage, die vom Kunden der Werbeagentur mitgeteilt wird oder die Auftragserteilung, die vom Kunden an die Werbeagentur geht. Dann geht es weiter mit der Verfügbarkeitsanfrage von der Werbeagentur an mehrere Grafiker. Wir haben hier wieder diesen Modifikator, dass das mehrfach passieren kann. Dann gibt es Grafik erstellen lassen von der Werbeagentur, also die eigentliche Beauftragung von der Werbeagentur an den Grafiker. Und dann gibt's, da steckt mit drinnen, dass uns der Grafiker irgendwann einmal die Grafik zurückliefert. Und dann gibt's das Einholen der Freigabe von der Werbeagentur an den Kunden. Auch da steckt mit drinnen, dass uns der Kunde tatsächlich die Freigabe schicken wird. Sehen wir jetzt hier aber noch nicht. Deswegen gibt's die Möglichkeit, da Nachrichten anzuhängen. Also jetzt auch wirklich zu modellieren, welche Nachrichten werden denn im Rahmen dieser Choreografieaktivität ausgeführt. Bei Anfrage stellen, gibt es nur die Anfrage, beim Angebot vorlegen gibt es nur das Angebot. Dann gibt es die Änderungswünsche, Absage, Aufträge und zum ersten Mal hier bei der Verfügbarkeitsabfrage gibt es zwei Nachrichten, nämlich die auslösende Nachricht, die Verfügbarkeitsanfrage und die Antwortnachricht, die Verfügbarkeitsmeldung. Genauso hier die Beauftragung und dann die eigentliche Grafik oder hier die Anzeige, die fertige Anzeige, die wir übermitteln und die Freigabe des Kunden. Das heißt, hier wird schon semantisch aussagekräftiger, wie die Kommunikation genau abläuft. Hier ist aber komplett jetzt wegabstrahiert, was die einzelnen Akteure, die einzelnen Pools tatsächlich machen. Deswegen gibt es die Möglichkeit, Choreografieaktivitäten in ein normales Geschäftsprozessdiagramm einzubinden. Was sehen wir jetzt hier? Wir sehen hier, dass dieser Konversationsprozess, je nach Anordnung, je nachdem, wo die Konversation gerade läuft, also entweder mit dem Kunden hier oben, also hier, oder mit dem Grafiker oder wieder mit dem Kunden, zwischen den Pools angeordnet wird. Das heißt, hier haben wir jetzt die Anfrage, das löst diese Konversationsaktivität Anfragestellen aus und die führt dazu, dass unten in der Werbeagentur dieser Prozess der Anfragebearbeitung ausgelöst wird. Genauso zurückführend beim Angebot, Angebot vorlegen, das ist eigens passierte Gateway, haben wir jetzt logischerweise doppelt drinnen, weil es einmal in der Konversation passiert, einmal den internen Prozess beeinflusst. Dann wechselt die Choreografie nach unten hin zum Grafiker, also da gibt es die Verfügbarkeitsabfrage und die Beauftragung. Auftrag für den Grafiker erteilen, löst diese Aktivität erst aus, diese Konversationsaktivität, wenn die Grafik dann da ist, dann schließen wir es wieder ab und dann wechselt die Choreografie wieder nach oben hin zum Kunden. Das heißt, hier haben wir das Freigabe einholen und also die Anzeige, mit der wir das auslösen und die Freigabe, die das Ganze wieder abschließt. Was wir hier noch an Notationselementen haben, die wir bis jetzt noch nicht gehabt haben, sind sogenannte Link-Events, die machen das Ganze etwas übersichtlicher. Die koppeln nämlich Sequenzflüsse über unterschiedliche Modellbereiche hinweg. Würde man kein Link-Event verwenden, müssen wir irgendwo einen Sequenzfluss da so quer drüber ziehen. Das möchte man natürlich vermeiden, das ist unübersichtlich, deswegen hier die Verwendung von Link-Events. Link-Events werden dann immer mit eindeutigen Identifiern gekennzeichnet, um die Zuordnung zu ermöglichen. Wir besprechen das im Thema 3.4 noch einmal. Aber ganz grundsätzlich ermöglichen sie eben das Ersetzen von halbwegs komplexen Sequenzflüssen durch zwei Events, die nicht wirklich Ereignisse sind, sondern nur unterschiedliche Teile des Modells einfach koppeln lassen. Und die Zuordnung erfolgt eben über den Namen hier A und B. Genau.
Was bringt es jetzt? Wenn wir ein Choreografiediagramm erstellen, dann hat es einerseits den Vorteil, dass wir uns tatsächlich auf die Kommunikationsprotokolle konzentrieren können. Und die sind üblicherweise, wenn wir mit anderen zusammenarbeiten, mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, Vertragsbestandteile. Das heißt, da kann man sehr gut, die kann man sehr gut zu verwenden, um Vereinbarungen festzuschreiben, zu dokumentieren und um die Grundlage zur Verfügung zu stellen, die internen Prozesse dann auch weiterhin zu gestalten. Außerdem legen Sie explizit die Reihenfolge des Nachrichtenaustausches fest. Ja, wo ich vorher gesagt habe, wir sehen ja an sich in zugeklappten Pools nur, dass Nachrichten ausgetauscht werden, geht es jetzt in eine viel konkretere Ebene. Hier werden nämlich Sequenzflows zwischen diesen Kollaborationsaktivitäten oder Konversationsaktivitäten modelliert. Das heißt, hier sehen wir auch tatsächlich die exakte Abfolge inklusive Verzweigungen, inklusive Schleifen, die auftreten können. Ne? Also hier sehen wir tatsächlich, dass Änderungswünsche zu einer erneuten Vorlage des Angebots führen müssen. Und das haben wir dann vereinbart. Das ist vorher so in der Form nicht sichtbar geworden. Also darin zeigt sich dann der Vorteil von Choreografiediagrammen. Außerdem wird es, wenn man es dann vielleicht auch rauslöst und unabhängig von dem Puls darstellt, irgendwann einmal übersichtlicher, wenn es wirklich komplexe Szenarien mit mehr als drei Akteuren, also wo es dann auch nicht mehr so einfach ist zu zeichnen, wo die Nachrichtenflüsse dann vielleicht über andere Pools hinweggehen müssten, wo es in diesen Bereich geht, wird es einfacher, wenn man Choreografiediagramme erstellt. So, das zweite und wahrscheinlich nicht so wichtige, weil es da viel stärker dann um die technische Umsetzung gibt, ist das Konversationsdiagramm. Das schaut, wie wir jetzt dann gleich sehen, sehr trivial aus, ist für die technische Umsetzung dann wichtig. Im Wesentlichen geht es darum, festzulegen, welche Nachrichten denn semantisch zusammengehören, ja, um zu kapseln, wie denn Nachrichten einander zugeordnet werden müssen, wenn sie dann vielleicht technisch unterstützt ausgetauscht werden. Das heißt, ich definiere jetzt ein Nachrichtenbündel und definiere, zwischen wem diese Nachrichtenbündel ausgetauscht werden müssen. Schauen wir uns das vielleicht einfach anhand des Beispiels hier an. Es gibt jetzt ein neues Element, das nennt sich Konversation. Und die Konversation zwischen Werbeagentur und Kunde ist den Anzeigenauftrag anbahnen und abschließen. Das heißt, wir fassen damit sowohl die Nachrichten, die die Beauftragung beeinflussen oder zur Beauftragung gehören, als auch jene, die zur Freigabe gehören, zusammen und kennzeichnen die als zusammengehörig. Das ist wichtig, dass man dann eindeutig zuordnen kann, wenn ich mit einem bestimmten Kunden kommuniziere und ich habe vielleicht mehrere Kunden und es kommt eine Nachricht rein, dann möchte ich ja nachvollziehen können, zu welchem Auftrag hat das gehört. Das braucht also, wenn man es technisch denkt, einen eindeutigen Identifier, eine eindeutige ID, und diese ID, die müssen wir dann sauber darstellen können. Außerdem haben wir die Abwicklung des Grafikauftrags. Den Grafiker können wir mehrfach beauftragen, haben wir gesagt, da gibt es diesen Modifier da drinnen und damit können wir kapseln, dass wir Grafiker beauftragen und von dem wiederum irgendwann die Grafik zurückerhalten. So, das war es im Wesentlichen. So viel zur Abbildung von Kollaborationen, kollaborativen Geschäftsprozessen, wie gesagt, üblicherweise mit Pools und Lanes und Nachrichtenflüssen. Wenn es komplexer wird oder wenn man expliziter darstellen will, wie denn genau kommuniziert wird, dann geht es eher um Choreografiediagramme oder dann kann man Choreografiediagrammelemente noch mit einbauen. So, das war's und im letzten Thema beschäftigen wir uns jetzt dann im Detail mit den komplexeren Elementen, die dann für komplexe Ablaufsteuerung, für exakte Spezifikation von Modellen zuständig sind.